alles oder nichts Spiel. Also wir haben alles zu verlieren heute und wir müssen gewinnen. Und das ist halt der große Unterschied zu den beiden Teams, ne? Erste gegen zweite Frauen. Grundsätzlich hätten wir uns natürlich gewünscht, im Finale erst gegen die zu spielen. Aber ja, wir freuen uns drauf. Ist ein ganz besonderes Spiel, vor allem, weil wir auch viele Testspiele im Training, also so Trainingsspiele gemacht haben. Ja, und jetzt erstmal unter Wettkampfbedingungen. Ich meine, die Mädels, die kennen sich untereinander. Wir schauen die erste immer bei den Punktspielen zu. Umgekehrt ist dasselbe Spiel auch. Wir freuen uns auch heute so ein bisschen Werbung generell für St. Pauli machen zu können, weil Fakt ist, ein Team steht im Finale. Also Konkurrenzdenken ist im Halbfinale immer dabei. Also ich meine, soll ja nicht nur ein Ball hin und her geschiebe sein. Aber klar, tritt mal als FC St. Pauli auf. Freuen uns natürlich auch, wenn so viele Zuschauer wie möglich heute kommen. Wenn man früh Gegentore bekommt, ist ja immer, dass man noch viel Zeit hat, das wieder aufzuholen und zwischendurch schon mal ein bisschen dickere Schlagader am Hals gehabt. Aber die Mädels, das war ein Fehler, den wir gemacht haben und Fehler werden bestraft. Wir haben es vor dem Spiel auch gesagt, dass wir unsere Zweite nicht unterschätzen, weil die auch ihre Qualitäten haben. Das haben sie in der Situation gezeigt. Machen wir Fehler, bestrafen die das und ein Glück haben wir ab dann nicht mehr so viele Fehler gemacht. Wir wussten ja, dass es schwierig wird, dass wir alles reinhauen müssen. Erste Halbzeit, wir haben gut angefangen und haben dann so ein bisschen den Faden verloren. Dann fiel relativ schnell der Ausgleich, die Gegentore, auch so ein paar, wenn man das sagen darf, Kacktore, die man nicht unbedingt so kriegen muss. Und dann ja, war es schwierig, also den Zugriff dann zu haben und irgendwann war die Luft so ein bisschen raus. Und wir haben uns aber vorgenommen, in der Halbzeit einfach weiterzumachen und so auf gar keinen Fall abschießen zu lassen. Und ich glaube, auf die zweite Halbzeit können wir stolz sein und darauf aufbauen. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite oder dritte Mal erst, dass ein St. Pauli-Team im Finale steht. Und ja, wir möchten dann auch gerne mal in den DFB-Pokal. Dafür müssen wir das Spiel dann Ende Mai gewinnen.